Servus Leute, zurück zu Let's Play King Arthur Knight's Tale. Das letzte Mal haben wir zwar eine simple Mission bestritten, aber ich wurde am Ende zu cocky und das hat Lady Guinevere fast mit ihrem Leben bezahlt. Das war heftig. Okay, aber jetzt wird sie erstmal ihre Wunden verarzten. Die werden dann nach einer Mission weg sein. In der Zwischenzeit wird Lady Isolde wieder ins Team kommen, um Inspiration uns beizubringen. Ja, problematisch. Danach muss sie ja noch geheilt werden, weil sie hat auch bloß 18 Lebenskraft nur noch. Das ist auch ein bisschen zu wenig für meinen Geschmack. Das bedeutet, zwei Missionen ist sie nicht mit dabei. Lady Morgause ist ja ganz brauchbar, kann man sagen. Ich würde jetzt vorschlagen, wir werden die Rückkehr von Morgana Le Fay einfach mal angehen und hoffen, dass sie vielleicht auch ein guter Ersatz für Lady Guinevere sein könnte. When I hear word of a village where people inexplicably begin to kill each other, around the same time that the legendary enchantress Morgana makes an appearance after her long absence, I become suspicious. Let's find out if she's there to assist or to make trouble. To make trouble. Finde die Quelle der Gewalt. Alles klar. Lasst sie uns finden. Ich habe ja die Hoffnung, dass vielleicht ein Arkanist auch eine gute Ergänzung ist. Welcome. Praise the gods, the knights from Camelot have arrived. It's so good to see you. Wer seid ihr, Bauer? My name is Blaven, and I'm at your service. Was geht hier vor sich, Blaven? A terrible curse. That's what's happening. These people couldn't hurt a fly, but now we find more and more dead bodies each dawn. Habt ihr einen Mörder gesehen? It's the peasants. They're killing each other. Mothers turning against their children. Old folks clawing at the eyes of the young. Wenn ihr lügt, bleiben, werde ich euch persönlich töten. I'm just a simple fisherman. The sorceress who sent for you is already here. She can tell you everything. Follow me, quick. Geht voran, Bauer. As you can see, we are peaceful. Run! Save yourselves! What? What's going on? What the hell are you? Who? So viel zu, ihr seid friedlich, nicht wahr? Ihr habt mich. Wow, haben die viel Leben. Wow, machen die viel Schaden. Bitte was? Ach du Schande, sind die stark. Ah ja, deswegen. Dämonische Besessenheit. Kann ich das irgendwie unterbinden? Was zum Teufel? What? Sinners shall bleed. Da werden wir uns nicht so einfach durchschnetzen können. Ja gut, die Straßenräuber müssen wir auf jeden Fall als erstes besiegen. Und dann die Dorfbewohner. Die Dorfbewohner. Die hat keine Beweglichkeit. Hä? Die kann sich nicht bewegen? Ach du Schande. Jeder hat an. Ach du Schande. Die können zaubern. Ach du. Ha. Oh shit. Jeder kann was anderes. What are we waiting for? Sinners shall bleed. So. Awaiting your command. Kannst du ihn buffen? Danke. I can take them all.
out of my way. Achievement, sehr schön. Power and glory. Mhm. Power and glory. I am here to serve. Du machst ja gar keinen Schaden. Moment, warum machst du gar keinen Schaden? Oh nein! Oh nein! Ich habe ja die Waffen aus. Die hat keine Waffen! Sie hat auch keine Rüstung! Ach du Schande, was für ein fataler Fehler. Sorry. Da musste ich Safe Scum sein und einfach neu starten. Weil das wäre echt übel ausgegangen. Und das bei einer Mission, die ein bisschen über unserem Niveau ist. Deswegen lieber mal nicht. So, dasselbe aber machen wir nochmal. Wir machen das hier. Wir buffen dich. Das haben wir gemacht. Was haben wir sonst gemacht? Dann kam der Blitz, oder? Der Blitz, der Blitz. Kam der Blitz? Dann kam ein Sprint. Auch hier wieder doppelter Schaden, erfolgreich. Sehr gut. Haben wir den eigentlich... Was haben wir den angegangen? Kann mich nicht mehr erinnern. Teilweise wird es dann jetzt ein wenig anders laufen. So, jetzt machen wir schon eher Schaden. For my Camelot. Taste my pain. Ready. Okay, jetzt kann ich jumpen? Nein. Also muss ich teleportieren. Um möglichst viele auszunocken. Oh, du kannst sie alle taken. Ja, dreh dich mal um, weil jetzt wird es ein paar Hits abgeben. Oh, shit. Besessenen. Okay. Hat ordentliche Hits abgegeben. Die Gegner. Das ist mal ein Schutzschild. Und dann... kann ich mich nicht sehr weit bewegen. So, als nächstes den da. Your Highness. Jetzt ist die Frage, kommen wir gut zu den... Ja, doch, wir kommen. Zu den... Nein, kommen wir nicht. Mist. Mehr Ziele gibt's nicht. Wirken. Awaiting your command. Uftata, uftata, uftata.
stand tall. Dafür haben wir Rüstung. Genau zu... Moment. Crazy. Immer noch crazy. Ich komm echt nicht an sie ran. Belastend. Sinners shall bleed. Aber zum Glück ist er OP. I am ready. So. Dorfbewohner sollten cool bleiben. Yourselves with the locals. Lady Morgana Le Fay kann fliegen. Oh, ihr scheint euch schon mit den Einheimischen bekannt gemacht zu haben. Achso, das hat sie gerade gesagt. Ihr müsst die Zauberin sein, die um Hilfe gebeten hat. You are not mistaken, Knight. I'm Morgana Le Fay. König Arthurs Halbschwester, die schöne Morgana. Ihr seid die legendäre Zauberin. Oh, don't make me blush. You seem to be well informed. Was genau geht denn hier vor sich? The village is infested by demons. Dämonen, wie in den christlichen Predigten, das ist neu. Oh yes. Immaterial, malevolent beings from the Shadowlands. They seek hosts to exist in Avalon. Dämonen, die Wirt in Avalon suchen, warum sollten sie das tun? It's their nature to corrupt everything that has immense power. And what could be more powerful than Avalon? They must have arrived through a gateway. Ein Tor, es kommt mir vor, als würde Avalon von anderweltlichen Spalten ein Zwei gerissen. It's not that bad yet. This gate was opened at a sacred place. The meddling of the ignorant locals, as usual. Escort me there and I'll put a stop to it. Wie können wir sie bekämpfen? Demons prefer to nestle in feeble minds. Killing the hosts is easy enough, but then they immediately look for another helpless soul. Könnte ein Dämon Besitz von einem von uns ergreifen? Don't worry. A mighty enchantress like me, or strong characters like your knights, are not at risk. Unless the demon is very powerful. Finden wir diesen heiligen Ort. Los geht's. Lady Morgana Le Fay. Okay, sie macht Damage. Morgana Le Fay, my former enchantress. The best of all. The beauty who chased her dreams of grandeur, plotting and scheming against me. So it seems she escaped the prison I wove for her. Hat es eine Reichweite? Fernkampf tatsächlich. Holy moly. Okay. Starke Eiszauber. Eine Eismagierin. Die Dämonen voll zu verbannen. Ach du Schande. Sind das viele und es gibt nicht viele Rastplätze. Aber ich bräuchte jetzt schon ein Rastplatzgefühl. Die Rüstung ist so kaputt. Na gut. Dann wandern wir. Wandern wir los. I've gathered all my belongings, my love. We can escape in the evening. Oder auch nicht. Love of my life. What is happening? Help. Help. Ach, sind's nur Einzelne? Okay. Boah, zieh eine Rüstung. Okay. Make up your mind. Haben wir einen AOE-Angriff? Ja, Hammer. Kneel before your king.
Ah, stimmt. Wir haben ja jemanden, der AOE-Schaden machen kann, der ausreicht, um alles weg... Ah, sie kann sie aber nicht sehen aktuell. Ist egal. Ach ja, und Inspiration sollten wir auch machen. Ist bloß einer, der starke Beschwörungen machen kann. Gewittersturm, okay. Und Donnerschlag als nächstes. Na gut. Aber das macht ja nichts. So, können wir sie doch gleich mal testen, oder? Was hat sie denn alles? Hallo? Magische Rüstung, verstärkte Rüstung, Meister des Eises, gefrorene Macht, verstärkende Kälte. Junge! Hau weg, die Viecher! Und dann noch einen Fluch. Verlangsamer Spawn. Why not? What are we waiting for? Sinners shall bleed. Dann. Moment. War unnütz. Habe ich erst jetzt realisiert. War unnütz. Ready. Der kriegt halt alles ab. Oh, Teleportation. Ja, geht nicht. Schlitz! Okay, solche Gefechte sind okay. Solche Gefechte kriegen wir hin. Einzelne. Moment, warum hat die Lebenspunkte dort unten? Warum sieht sie bösartig aus? Please, I can see through your pathetic tricks, creature. Why would you hurt such an innocent girl? Her soul is still whimpering somewhere inside. Tja, ich hab keine Wahl, oder? Ready, your highness. Geht das von dort oben, theoretisch? Hup! Time to feed the ravens. Fire and steel. Keine Gnade gegen diese Wesen. I can take them all. Lass sie in Ruhe. Fresh food for the maggots. Ja, okay, dann müssen wir leider die ganzen Dorfbewohner abschlachten. Das tut mir leid für die. Aber wir haben keinen Priester, der beide Exorzismus betreiben kann. Dementsprechend, was sollen wir denn großartig machen? So, als nächstes Schweinebauern, oder wie? Oh, hier ist es schleimig, marschig. Dort oben sehe ich doch schon jemanden. Tatsächlich. 42 Leben, das wäre angenehm. Wenn es einfach Räuber wären, wäre das echt angenehm. Oh, hallo. The longer you watch the serfs mingling with the swine, the less difference you see between man and beast. Die war bösartig gegenüber dem armen Schweinehirten. Aber bei arm ist so eine Sache. Früher waren die bestimmt wertvoller. First pick should be mine. So, dort oben sind auch ein paar. Oh, schade, die werden auch besessen. Sadly for you, you are fighting Morgana Le Fay now, not some innocent villager. I cannot be killed, witch. I have everything to gain, while you have a whole world to lose. Ja, schauen wir doch mal. 140, die können... Das sind einfach Vorhut-Typis. Und der kann so komische Kugeln beschwören. Das wollen wir natürlich auch verhindern. What? What? Your Highness? What? So many.
Schöne Kundschafter wegmachen. Nochmal. Kann man den schwächen? Ja, gut. War doch gut. Hinter ihn hüpfen, töten. Hinter ihn teleportieren, töten. Your Highness. What is your command? Und das sieht witzig aus. Plopp. Was? Immunität gegen Zauber. Time to feed the ravens. Oh, ich sollte mal nächstes Mal schauen, was sie können. I demand more of the plunder. Morgaus macht gut Damage. Wird hart, also ich weiß nicht, wer dann besser ist. Morgana oder Morgaus, also aktuell. Schwierig, tatsächlich, schwierig. Look right there. Look what I found. Look what I found. Ein Schwein. Ernsthaft? Corpse Explosion. Okay, Schweinemarke anscheinend nicht. What is that? Oh je. The warmth of the Lord. Ja, noch brauche ich es nicht zwingend, glaube ich. Here, I found something. Ja, und ich habe aber Gegner gesehen. Easy pickings. Mindestens einen Gegner. Positioniert euch, bevor wir es angehen. The Knights are here to save us. Welcome to our... I told you, Hesnes, not a step further. Das ist schlecht. Genau, dass wir auch noch da rein sind, ist besonders schlecht. Immunität niederschlagen. Verstecken kann der sich. Verstecken Panik. Was ist Panik? Wo sind alle anderen Räuber einzugehen? Weniger Schaden. Okay, gut. Verstecken. Versteck und Panik. Power and glory. I serve the Lord. Das ist eine harte Meute. Which one shall I take? Ich konnte ihn nicht stunnen, schade. Time to feed the ravens. What? Lady Morgaus. Kann ich den betäuben? Gut, das war wichtig. Denn dann können wir ganz anders hier vorgehen. Oh, das wäre vielleicht gar nicht notwendig gewesen. I can take them all. Make up your mind. Ich glaube, der ist am unwichtigsten. Einen Schritt vor, killen und dann noch einen Blitz. Auf den, damit der gestunt ist. Und einfach weg aus dessen Angriffsreichweite. Okay. Crowd Control it is. Wir müssen jetzt strategischer vorgehen, wenn die Gegner so viel Leben haben. Das ist okay. Geht das? Ah, nee. Reichweite ist nicht ausreichend. Den freezen wir doch mal lieber. Power and glory. Den töten wir.
Auch den töten wir. Und den würde ich auch gerne töten. Das wäre stark. Okay, wir müssen strategischer vorgehen, aber es ist machbar. Auch wenn wir in einer schlechten Position sind. Nur beim ersten Mal waren es einfach zu viele. Hier sieht es aus, als könnte was versteckt sein. Ist aber nicht. Nur beim ersten Mal waren es einfach zu viele Gegner. Okay, hier haben wir so einen komischen Rundparcours. Und da drüben haben wir einen komplett eigenen Weg. In Ordnung. Diese Rekrutierungsmissionen sind meistens ziemlich spannend, beziehungsweise richtig individuell. Oh, hallo, Zauberkraft. Ja, Reliquienstaub. Nachdem wir das letzte Mal gut ausgegeben haben, ist es willkommen. Sehr willkommen. Ein interessanter, riesiger Baum. Und mit Zauberkraft konnten wir hier was entdecken. Hier sieht es optional aus, hier sieht es gefährlich aus. Ne, hier ist aber nichts. Mit Zauberkraft haben wir eine Schatztruhe gefunden. Ah, kam auch nicht so häufig vor. So, hier ein Kampf und dann haben wir zwei Rastplätze für uns. Die wir uns gönnen könnten. Oder das ist der finale Kampf. Ach, Schande. Das ist gut. Weniger Besessene. Oh, dort hinten sind noch mehr. Ja, das ist dann schlecht. Make up your mind. No mercy for the wicked. Okay. Was machen wir denn am besten? Fire and steel. Kneel. Before your king. Dem seine Rüstung wegmachen. Das ist schon mal gut. Power and glory. Schade. Halt. Den auswählen und wirken. Geht's halt bloß auf drei. Schön mit nach vorne. Make up your mind. So, du musst es eigentlich schaffen, dass du töten. Okay, was machen wir hier am klügsten? Frost. Frost ist nicht einfrieren. Ich dachte, das ist einfrieren. Ach, da ist ja auch noch einer. Den habe ich ganz übersehen. Das könnte problematisch werden. Könnte, muss nicht. Ein Schritt weg. Verstecken, weil sonst bist du Kanonenfutter. Schade. Okay. Mein Tank ist im Weg. Der soll die Schüsse abbekommen. Jawohl. So muss es sein. Ready. Ja, ready, aber was machen wir mit dir? Oh, du könntest einen Blitz schleudern. Reicht gerade so. Perfekt. Bis hierhin kannst du auf den dort hinten schießen. Der ist ein bisschen weit weg hier. Which one shall I take? Oh, du erreichst den dort hinten ernsthaft? Juicy. For my Camelot.
super juicy. Another notch on my blade. Das war gut. Das war ein sehr guter Kampf. Hey, kann man nichts sagen. Eine gute Rune. Ein Rastplatz. Und mehr Schweine. Jetzt bin ich sogar bereit, wieder zurückzulaufen den ganzen Weg. Leider. Ah, da ist eine Kiste. Nee, haben wir schon. Oder war es nie? Jetzt muss ich wieder zurücklaufen. Sind wir noch einen Rastplatz? Den gönne ich mir jetzt. Schön für Rüstung. Also die Gegner sind brutal, finde ich, wenn sie denn mal drankommen. Genauso stelle ich mir den höchsten Schwierigkeitsgrad vor. Die Gegner vernichten dich, wenn du sie nicht im ersten Zug tötest. Zum Glück gibt es so wenig Missionen, wo der Gegner anfangen darf, weil das sind die härtesten wahrscheinlich. Andererseits, je nachdem, wo sie positioniert sind, weil wenn der Gegner anfängt, dann kommt er auch näher ran und dann hat man weniger Bewegungsnotwendigkeit. Morgana, ja. Ja, ich glaube Morgana. Ich weiß nicht, was jetzt besser ist. Die Motivation. Ich könnte mir vorstellen, die braucht man nicht. Also wir brauchen keinen zweiten Weise. Dann lieber so eine overpowerte Morgana, die schön AOE-Angriffe macht. Müssen wir mal schauen, was sie dann drauf hat. Was für Sachen sie noch beigebracht bekommen kann. Da ist vielleicht einiges dabei. Und so eine. So eine fliegende Hexe dabei zu haben, das hat auch was. Hat Style schon. Es gibt allein Style-Punkte in jeder Mission, würde ich sagen. So, die Schweine wollen nicht von den Dämonen besessen werden. Na gut. Oh, da ist eine blaue Kiste. Oh, ein Druide. Oha. Was? Der Druide hat die anderen besessen. Der Druide ist der Böse. Also gut, sind alle jetzt die Bösen, aber... Der Druide ist das Böse in sich. Dämonische Besessenheit. Oh, der darf nicht drankommen. Dämonische Besessenheit. Verstecken. Verstecken. Die Menschenjäger können verstecken, ja. Sonst haben sie nichts. Ja, auf den Druiden! Hm, das war ausgehalten. Surprise, surprise! Und jetzt blitzen wir. Und schlage ich nochmal zu. Halt. Vielleicht kann ich nochmal zuschlagen. Das vergesse ich immer. Jawohl. So. Der nächste Kettenblitz geht auf den, den, den und den. Und einen Blitz kann ich noch wirken auf dich. Hm, sie kann noch mal shooten auf dich, dann ist er weg. Mein Command ist, das da auf den Bereich dort hinten. Sehr schön gemacht. Okay. Kann ich dich noch buffen? Nein. Schade. Ja, wäre auch wahrscheinlich zu viel gewesen. Zu viel des Guten. In Ordnung. Oh shit! Tja, die Überraschung ist gelungen. Es gibt hier noch mehr. Which one shall I take? None can stand in my way. Dann musst du dich so umdrehen, dass die dich nicht Probleme haben, dich abzuschießen. Okay. Da sind noch zwei. Was? Der kann zuschlagen, dann hätte ich ihn verlangsamen müssen. Jetzt bin ich frei. Okay, jetzt kann sie nichts mehr. Das ist das Problem. Wenn sie ihr Pulver verschossen hat, dann ist es zu Ende erstmal. Hallo! Überraschung!
Ready to fight. Das ist eigentlich sehr gut. Wir können Morgana gegen sie testen. Morgaus gegen Morgana. Morgaus würde jetzt gerne nach diesen zwei Fernangriffen in den Nahkampfangriff übergehen. Leider haben die Nahkämpfe alles schon weggemacht in der Richtung. Das ist also nicht gut. Sie hingegen, ihr Angriff ist nicht so stark, finde ich, wie der von Morgana. Naja. Ja, der hauptsächlich. Naja. Wie viel macht Kettenblitz? 23. Naja. Das Coole an Kettenblitz ist, man kann halt direkt steuern, auf wen es gehen soll. Explosion! Das war eine Explosion. Und hier was Blaues. Jawohl. Schön, dass ich es endlich gecheckt habe, dass welche Kiste was gibt. Das finde ich echt nützlich. Mhm. So, hier hinten gibt es wieder irgendwelche Besessenen. Guten Tag. Do you see those flames? They are whispering to me. I can feel their heat inside my head. Now, I... Such killing for fire. Burn, burn. Okay. Noch mehr Feuer. Na gut. Power and glory. Raus aus diesem Gebiet. Which one shall I take? What are we waiting for? Geh mal dahin. Blitz. Schutz. Power and glory. Awaiting your command. Einfach hier rausgehen. Ha, eingefroren. Jawohl, ja. Den damit erschlagen und dann musst du einen Schritt zurückgehen. Ist in Ordnung. Na gut, du kannst noch mal ein paar Mal draufhauen. Oh, reicht ja vollkommen. Sehr schön. Da war jemand Blaues. Habe ich gesehen. Aber gibt es hier nicht noch einen alternativen Weg da irgendwie entlang? Es sah so aus, als könnte man hier entlang gehen. Habe ich hier vielleicht Loot verpasst? Weil ich nicht in die andere Richtung gelaufen bin? Das wäre tragisch. Die Mission macht Bock. Die ist irgendwie cool. Richtig cool. Besonders da auch hier mal... They are still living their tiny lives in denial while demons ravage the land. Ach du Schande, hier sind sehr viele Leute. Wenn die alle sich verwandeln. Holla, die Waldfee, dann wird's unangenehm. War ich hier schon? Hier war ich doch noch gar nicht, oder? Kann ja auch mal sein, dass die Dämonen nicht alle erwischen, nicht wahr? Das wäre ja mal ganz angenehm. Da ist auch irgendjemand. Blaues. Was ist das? Achso, von da sind wir, glaube ich, gekommen, oder? Nee. War ich hier schon? Nein, war ich noch nicht. Na, lohnt sich doch. Ah, bisschen. Also, Kleinvieh macht auch Mist. Wenn man bedenkt, ja, Kleinvieh, doch, jedes Stückchen Gold ist wichtig. Vielleicht kommt ja nochmal irgendwo eine Szene vom... Halt doch, wir sind wir von hier gekommen? Hier haben wir auf jeden Fall... Nee, wir sind nicht von hier gekommen. Wer ist da drüben? Oder was ist da drüben? Da ist irgendwas Blaues. Ach, der Schweinehirte. Jawohl. Und da war ja ein Angler oder so. Und hier sind sehr viele neutrale Menschen. Die, wenn ich Pech habe, alle verflucht werden. Besessen werden. Und das wird dann ein ekliger Kampf. Da
Das sind nämlich viele hier. Und ich muss mitten rein. Ach, du Schande. Naja, das wird ein wahrer Endkampf. Und dann haben wir überhaupt das gefunden, wonach wir suchen? Oh je. Der hat sogar einen Hammer. Nur die? Help! There's a dying man here. Someone, please help me. Who is I convincing enough? I bled out like a pea, and you shall suffer the same fate, you fools. Lady Octobriana. Okay, das ist alles. Dämonenbrut. Was können Dämonenbrut? Gegen Niederschmettern, ja gut. Ist nicht so schlimm. Pikte, die zählen als Pikte. Nichtkämpfer, was kann die? Giftbombe. Oh. Dämonenbrut beschwören, kann sie nochmal? Schlag. Zweimal hintereinander schlagen. Stark. Power and glory, Your Highness. Which one shall I take? I can take them all. Ein schöner Kettenblitz auf alle. Macht gut Damage. Dann wird sie weggeblitzt. Das kann doch nicht der Kampf sein. Das ist ein bisschen lächerlich hier. Aber ich nehme es an. Ich nehme es gerne an. Now the demons are slain. Something has changed. Wovon redet ihr? The portal is opening again. More demons are about to enter our world. I can feel it. We must get to the portal immediately and seal it forever. Na gut, wo ist es? Beim Baum, oder? Ja, beim Baum. Oh. Und ich sehe schon beim Baum Gegner. Sowie neutrale. Sehr interessant, sehr interessant. Brauchen wir eine Heilung? Ja, Rüstung können wir uns nochmal gönnen. Ich muss echt mal schauen, was Morgana noch bekommen könnte. Allen Zaubern. Aktuell gefällt sie mir, aber... noch ist es nicht eindeutig, wer stärker ist. Also hier... sie ist natürlich auch ziemlich stark. Aber sie ist halt nach zwei Angriffen aus der Ferne gleich... ja, unnütz. Ohne Teleportation. So, was geht hier ab? Wir haben nichts wrong. Wir sind wirklich scared. Help us! You again. Nur fünf von denen? What? Blessings. What is your command? Verwundbarkeit und Frost ist halt not bad. Kneel before your king. Eigentlich macht das mehr Sinn. Einfach viel mehr Damage. Nein, ich habe den falschen Schritt gemacht. Belastend. Der ist noch nicht verwundbar. What? Ich kann nicht beide erwischen. Das ist ein bisschen belastend. Ich kann mit ihr nicht schräg schießen. Na gut. Hüpf.
und Teleport und Ende des. Zurück mit dir, Dämon. Here she is, the beautiful lady who saved us. Your Grace, my sister and I are forever in your debt. Why, my lady? Why? Unfortunately, there was no other way but to kill those poor souls. They were marked by the demons as sacrifices to keep the portal open for good. Stand back, knights. I will close the gateway to end this nightmare. You bloody fools! Don't come any closer. You might have sealed the gate, but I'm still here, witch. See how terrified I am? Without the gate to the Shadowlands, your power will wane quickly. Not if I devour enough souls to rip it wide open again. Your soul alone was bright enough to last me for a lifetime. I have dealt with far worse dangers in the Twilight Realms. Come at me, demon. How about bartering, half-breed? Don't you want to save the souls of these soldiers? I won't barter with creatures who call me a half-breed. Okay. Waffenmeister kann nix verstecken. Die haben nicht mehr dämonische Besessen. Der ist sogar betäubt. Die sind warum sind die alle betäubt? Wow, haben die was ist Morganas Wache? Ach du Schande. Morganas Wache kann was. Nämlich sterben. Ready, Your Highness. Seems like two more demons have slipped through the portal and possessed these poor souls. The rest of them are probably too weak without a tether line to the Shadowlands. Let's finish off the possessed so we have a chance to save the rest. Okay, wer ist denn besessen? Die sehen besessen aus. Time to feed the ravens. I serve the Lord. Ich glaube, macht Sinn. Which one shall I take? Der Eisblock ist echt stark. Zwei hieß es, also machen wir die zwei weg. Blessings. Nummer eins down. Nummer zwei. The gateway has been sealed. The rest of the demons will slowly fade from Avalon. Eure Schönheit wird nur noch von euren arkanen Talenten übertroffen, my lady. You are not only formidable, but charming too. Das freut mich. Also, was kommt jetzt, Lady Morgana? As I was wandering the Twilight Realms, I felt a terrible shadow falling over Avalon. I felt the lady's power flickering and waning. Seid ihr hier, um zu helfen oder um die Situation auszunutzen? What a malicious accusation. I'm here to help, even though I was banished by the Lady of the Lake. Es gibt aber einen Platz in Camelot für euch in Camelot an meiner Seite. Camelot didn't really work out for me. Maybe I should give it a try again. Willkommen in der Schlacht, Morgana Le Fay. Sehr nice. Knights. Don't you see through the veil she pulled over your eyes? Morgana doesn't care about anyone else. All she wanted was the ancient power of that sacred place for might and glory. Tja, Herrin, das ist mir egal, solange sie so gut ist.
fliegen kann. Sie kann fliegen. Hey. Was kann man da sagen? Das muss alles nach rechten Dingen zugehen hier. Das war eine coole Mission. Hier die Dämonen zu schlachten. Ah, aber jetzt bin ich unentschlossen. Lady Morgans ist auch nicht schlecht. Ich habe ein Dorf entdeckt, in dem Dämonen Besitz von den Bewohnern ergriffen und sie aufeinander gehetzt haben. Ich hätte nie gedacht, hier Dämonen in Avalon zu sehen, aber das beweist nur meine Ahnungslosigkeit. Zu aller Glück ist auch die legendäre Zauberin Morgana Le Fay erschienen. Sehr nice. Okay, was haben wir hier? Nee, da ist nichts Interessantes dabei. Oh, der Schwarze Ritter hat schon wieder gut gearbeitet. Schwarze Ritter ist zurückgekehrt. Mein Ritter hat Sir Arlun in einem fairen Kampf geschlagen und ihn davon überzeugt, mir die Treue zu schwören. Wir loben den Schwarzen Ritter natürlich. Und wir kriegen Gebäuderessourcen dafür. Auch nice. Lady Morgana Le Fay. Lady Guinevere. Sehr gut. Ihr habt euch erholt. Jetzt allerdings... leider müsst ihr jetzt ins Hospiz gebracht werden, um auch euch zu heilen. Jawohl. Na gut. Kümmert euch um die Lady. So, Balin, du hast ein Level Up bekommen. Sehr gut, sehr gut. Das bedeutet mehr Damage. Oh, Sprungangriff hört sich doch geil an. Brauchen wir Sprungangriff, ist die Frage. Oder wäre eine andere Verbesserung sinnvoller? Mehr Bewegung, zum Beispiel. Ah, mehr AP, ja. Mehr Damage. Ah, ist alles gut, alles gut. Der Sprungangriff gefällt mir halt. Plane 15 Schaden mehr. Wir machen das. Das gibt mehr Optionen im Kampf wahrscheinlich. Auch wenn das die bessere Wahl an sich grundsätzlich gewesen wäre. Aber naja, Lady Isolde. Gut gearbeitet, gut gearbeitet. Was kriegt ihr denn Neues? Nice, aber... Nee. Todessehnsucht finde ich OP. Wenn es so wirkt, wie ich es verstehe. Wenn eine gegnerische Einheit stirbt. Ich gehe davon aus, egal durch wen oder wie, wenn sie stirbt, plus AP. So verstehe ich das. So, ihr, was habt ihr vorzuweisen? Bewegungs-AP? Ja, Bewegungs-AP und Scharfsicht. Hier gönnt ihr. Eigentlich ist mir bei dir egal. Schwarzer Ritter genauso egal eigentlich. Ja, hier. Werde beefiger. Werde noch beefiger. So wie es sein sollte. Ja, gut. Gut. Eine Herausforderungsbelohnung. Ah ja, gegen Seeli und Anseeli. Was? Waren das jetzt Seeli? Haben die so gezählt, die Dämonen? Okay, ist mir egal. Passt. Gönn ich mir. Schaden gegen Seeli und Anseeli. Das wäre was für dich, oder? Ich weiß nicht. Das ist das Problem. Gegen eine Gegnerart einen Bonus finde ich einfach nicht toll, weil ich weiß nicht, gegen was wir antreten. Oder wobei, aber gegen Seeli mehr Schaden wäre schon wichtig, weil Seeli, da sind schon ein paar eklige Typis dabei. Das ist auf jeden Fall so richtig. Ja. Noch was? Nee. Ist hier noch was? Nee. So. Ja, genau. Das haben wir ja gerade gemacht. Bedivir ist aufgestiegen. Perfekt. Lady Morgana Le Fay. 15. Bewandert. Der Held erhält jetzt einen zusätzlichen Fähigkeitspunkt auf jeder fünften Stufe. Oh, shit.
Verzaubere. Ihr werdet Helden nach Ernennung zum Meister gegeben. Zu Beginn jeder Mission ein vorübergehende Rüstung. Alle 10 Stufen um 1. Ein vorübergehende Rüstung. Was ist eine vorübergehende Rüstung? Du bist Arkanistin. Ja, ja. Sehr gut, sehr gut. Alter Glaube ist auch gut, ja. Deswegen Religion des Herrschers plus 7. Mad Damage. Okay. Euch hole ich auch in den Hof auf jeden Fall. Lady Morgana, wer macht Platz? Sir Hector macht Platz. Dich brauche ich nicht mehr. Halt. Sir Hector. Machet Platz. Vielen Dank, dass ihr so viel Geld mir geschaffen habt. Halt, erst euch entkleiden. Ihr seid der Schwächste. Ihr fliegt. Sir Kay. Nee, noch nicht. Ich muss nicht unbedingt. Sir Kay ist. Ich respektiere es, dass er sehr stark ist. Sir Parsival. Brauche ich überhaupt nicht. Aber hier. Lady Morgana Le Fay. So, jetzt sehen wir auch, was sie noch kann. Ah, Eisstacheln kann sie auch. Okay. Bannmeister, Bann. Ist das ein Bann? Das ist kein Bann. Wir können es noch verstärken, indem wir sie günstiger machen. Ja, und stärker. Sehr gut. Wir haben einen Blutbann. Okay. Oh. Stärker als ein Bluten, glaube ich. Okay, was haben wir... Was ist das? Eiswand. Eiswand. Okay, also die sind stark. Das ist auch stark. Einfrieren. Ja, ich glaube, sie wird auf jeden Fall mitkommen. Das ist ein starkes Bluten, prozentuales Bluten, also gegen starke Gegner ist es stärker. Ja, da bin ich mir nicht sicher, sie wird nicht so nah kommen, deswegen, ich bin kein Freund von Eisstacheln. Aber der Todesbann, der gefällt mir. Ich muss mir anschauen, was es sonst noch für Sachen gibt. Sogar noch stärker. Wobei, wir können natürlich auch Banne kombinieren, oder? Okay, die Bann-Attacken sind halt Single-Target. Sie ist halt stark im Single-Target, während die andere stärker im Multitarget ist. Könnte man so meinen. Damit hat sie schon einen Bann. Verwundbarkeit und günstiger. Ja, ist okay. Ich möchte auf jeden Fall das Blut. Abklingzeit, okay. Der Rest, das ist nicht so der Hammer. Dass es Einfrieren bewirkt, das ist stark. Okay. Lady Morgana Le Fay. Ah, du hast jetzt nicht das Beste ausgerüstet hier. Die Verletzungsmarke ist ganz nett, aber... Nicht der Hammer. Eine geile Waffe wäre nützlich für dich.
Lady Morgana, dich teste ich doch mal. Ranking wieder einrichten. Ranking. Moment, du warst, glaube ich, vor ihm im Ranking. Genau. Sir Bruno, ihr werdet dann wahrscheinlich auch bald gekickt. So wie Sir Kay. Der schwarze, der rote Ritter kommt ja auch noch. Der, so als Verteidiger Unterstützer, das ist ganz okay. Lady Morgause. Nee, wir machen es so, Lady Soldemus. Also ich brauche auf jeden Fall... Ja. Ja, das ist schon mächtig, dieses... Dieser Kickstart am Anfang. Der ist echt mächtig. Gibt es beim Händler was? Oh ja. Oh ja. Oh. Ach, wie passend. Was haben wir denn hier Feines? Plus 1 AP. Das ist es doch. Rückenstiche. Ja, toll. Bringt absolut gar nichts. Aber das gefällt mir doch. Gönnung. So, dann können wir aber auch den Tant verkaufen. Ich brauche wieder Geld. Okay. Unverziert. Ah, kriegst halt Rüstung dafür. Werden 5 LP wiederhergestellt. Okay. Stimmt, sie hat halt keine Rüstung. Na ja, gut, sie darf auch niemals in die Bredouille kommen, Rüstung zu benötigen, im Idealfall. Oh. Vom Moria Auge. Getroffene Einheit werden... Oh, sehr gut, sehr gut. Aha. Ganz nett. Stimmt, deine das gibt Verletzungsmarken. Das brauchst du als Zauberin. Da du keine Rüstung hast. Was hast du hier eigentlich? Viel Lebenspunkte und... Damage Boost. Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Stimmt, was haben wir denn eigentlich? Vielleicht haben wir was Gutes da. Für langsam spannen. Mhm. Mhm. Gegen niedergeschmettert ein. Das gefällt mir, das ist besser. Auch wenn es jetzt nicht überwältigend ist, von den Effekten her ist es besser. Das gefällt mir. Aber wir schauen uns nochmal schnell alles an. Plus 2 Schaden durch Blutung. Nee, das gefällt mir. Das ist meiner Meinung nach auch eine Verbesserung. Sonst eher weniger. Und da ich eher weniger habe, glaube ich, kann ich so langsam mal Sachen verkaufen, weil ich hätte schon längst besseres zu... aufpassen. Geld herstellen. So sieht's aus. Okay. Jetzt ist die Überlegung, will ich das haben? Kein Schaden erlebt. Eine Rüstung erhalten. Im unversehrten Zustand hast du ein Bewegungs-AP. Bewegungs-AP ist halt nützlich. Weil sie muss sich positionieren, um gut angreifen zu können. Aber nee, scheint zu passen. Wundervoll. Wundervoll. Sie wurde stärker. Nur das da. Ja gut, sie hat halt Verletzungsmarken dafür. Sie kann ein paar Hits abhalten, bevor sie drauf geht. Lady Morgana ist unsere stärkste Kämpferin jetzt. Na, ein bisschen overpowered vom Level her. Zauberturm ist nichts, erst nichts. Ja, vielleicht ist doch was. Lady Morgana, vielleicht gibt es da was Besseres. Auch nicht schlecht. Warum sind die Sachen jetzt auf einmal teurer?
Leider Eis. Oh. Das wäre sehr gut für Merlin wahrscheinlich gewesen. Merlin und Morgana wäre eigentlich auch witzig gewesen. Vom Story-Setting her. Oh, in dem Bild siehst du hübsch aus. In deiner anderen Variante, naja, nicht so. Moment, du hast doch irgendwas mit Meister Magie, sehe ich gerade. Ach, deswegen. Ha, das macht doch Sinn. Ach, Hector. Wahrscheinlich war der Meister der Magie. Ja, kriegst du ein bisschen Rüstung. Naja. Ist doch nicht schlecht. Helden, Mehrzahl. Sehr gut. Oh, okay. Ja, okay, jetzt ist auch wieder alles günstiger. Das freut mich. Jetzt haben wir einen Sprungangriff. Was hat sich sonst noch ergeben? Ja, neue Ereignisse. Unerwünschter Freier. Eine legendäre Schönheit, die Herrin des Messingturms, bittet die Tafelrunde um Hilfe. Den Gerüchten zufolge ist sie die Tochter eines Wechselbalgs. Doch diese Art von zeitloser Schönheit bringt Ärger mit sich. Seit Monaten erhält sie nun schon Nachrichten und Geschenke von einem geheimnisvollen Verehrer. Wahrscheinlich von einem jungen, liebestollen Seeli-Prinzen, der sie mit in das Reich der Ski nehmen will. Die Herrin des Messingturms bittet die Tafelrunde um einen Wächter, der den unerwünschten Verehrer davonjagen soll. Eine Bitte, der meine Ritter nur zu gerne nachkommen würden. Ihr Enthusiasmus ist geradezu bemerkenswert. Vor allem meine männlichsten Ritter würden gerne das Schwert für die Jungfrau erziehen. Und wie könnte ich ihnen solch ein Abenteuer verwehren? Einen Ritter. Einen männlichen Ritter. Na gut. Immer. Ja, komm. Naja, wir schicken mal Sir Tristan. Genau. Sir Tristan, ihr kümmert euch. Als Vorhut habt ihr auch gute Kenntnisse der Schatten, würde ich mal sagen. Das passt ganz gut auch storytechnisch. Okay. Ja, dann würde ich sagen, beim nächsten Mal werden wir Lady Morgana mal richtig austesten in einer neuen Mission. Wahrscheinlich holen wir uns nach der letzten Mission auch den Roten Ritter. Dann haben wir, glaube ich, die letzte Rekrutierungsmission, die wir bekommen können in diesem Spiel. Sehr gut. Okay, ich hoffe, ihr habt Bock drauf. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao. Bis zum nächsten Mal.